So, da sind wir wieder zum lustigen Spinnentöten. Auch wenn mir das langsam reicht an Spinnen. Ich hätte gerne mal wieder was anderes gegnertechnisch. So, bevor wir da weitergehen, will ich erstmal gucken, was auf der anderen Seite ist. Ich will mich nicht schon wieder umzingeln lassen. So, hier haben wir einen gekochten Krackkäfer. Na gut. Und einen essbaren Pilz. Essen ist immer gut, da will ich nicht meckern. Das heißt, von der Seite können keine Spinnen kommen. Außer da waren irgendwelche Löcher in der Decke, die ich nicht gesehen habe. Das heißt, wir gehen jetzt hier lang. Und gucken immer schön, dass uns nichts umrunden kann. Was jetzt schon der Fall ist, denn es könnte von da was kommen. Deswegen gucke ich jetzt immer hin und her. Ah, hier ist die Tür. Gut, die Tür bleibt zu. Egal was kommt, die Tür bleibt zu. So, das heißt, die Spinnen können nur von da kommen. Aber wir können das mal kurz erforschen, damit wir es auf der Karte haben. So. Jetzt können nur die Spinnen von da vorne kommen. Hier waren gleich die Spinneneier. Die sprengen wir gleich in die Luft. So, schnell wieder zurück. Also, Spinnen können nur von da kommen. Und ich höre gerade Steine knirschen. Was haben wir denn gemacht? Vielleicht haben wir genug Spinneneier getötet und irgendein Secret wurde freigeschaltet? Hm. Na gut. Von da können zwangsweise auch keine kommen. Da ist unsere erste Spinne. Und da kommt gleich Nummer 2. Haben sie abgesprochen, ha? Huh? So, ich darf jetzt nur nicht aus Versehen in die Richtung der Tür laufen. Wo bin ich? Ich bin... Gut, ich bin anders gelaufen. Was haben wir hier eigentlich? Ah, das muss der Secret sein, den ich gehört habe. Also das Knirschen. Ein Kraut für Heiltränke. Noch ein Kraut für Heiltränke. Ja, schön und gut. Wir haben jetzt 9 Kräuter für Heiltränke. Ich will ja auch nicht meckern und so, aber... Gegengift wäre mir lieber. Und wir haben jetzt, glaube ich, gerade ein Secret im Secret gefunden. Oder einen Weg nach unten, der hinter einem Secret war. Na gut, alles ist besser als Spinnentöten, ne? Wir sind jetzt in den Archiven. Und die Fackel geht aus. Oh, super Timing. Was steht hier? Füttere mich. Willst du wirklich essen oder kann ich dir alles reinstopfen? Ich gebe dir mal einen Stein. Er will keinen Stein. Ich gebe dir mal ein Stück Schnecke. Will er auch nicht. Er will wohl kein Essen. Also wäre das jetzt Dungeon Master, würde ich sagen, er will eine Goldmünze. Aber wir haben noch keine einzige Goldmünze gefunden. Also, ja. Schlafen wir erstmal und gucken, ob jetzt das Gift wieder weggeht. Durch das Schlafen oder ob es weggeht, weil er Hunger bekommen hatte. Oh, das könnte ein Bug sein. Er hat einfach nur Hunger bekommen. Er hatte 2 Zustände gleichzeitig, also Gift und Hunger. Und wir haben Hunger gehalten, dadurch ist das Gift weggegangen. Nee, Gift geht einfach so weg. Schön. Das hätten wir auch dazu gelernt. Ich liebe es, wenn man was dazu lernt. Speichern wir hier mal drüber. Fackel in die Hand. Und schauen uns in diesem hoffentlich spinnenfreien Gebiet mal ein bisschen weiter um. Du bist keine Spinne. Du bist ein langsamer Schleim. Langsame Sachen können wir gut vergiften. Oh, die halten ja richtig was aus. Oh, und ich bin gerade aus Versehen rückwärts die Treppe runtergelaufen. Habe ich schon erwähnt, dass die richtig viel aushalten? Und uns einfach so mal umbringen? Stirbst du auch mal? Boah.
Ja, schön. Wir haben die Spinnen hinter uns gelassen, die uns umzingeln und vergiften. Dafür haben wir jetzt Schleime vor uns, die nicht sterben wollen und auch gut Schaden machen. Also noch ein und die durch Gitter schießen können, im Gegensatz zu uns und allen anderen Gegnern. Nee. Ich glaube, wir sollen hier noch nicht hin. Und wir sollten jetzt erstmal wieder zurück zum blauen Stein. Also ja, es wäre schön, wenn wir wirklich Heilzauber später bekommen und auch Wiederbelebungszauber, dann finde ich immer so lange laufen müssen. Auch schön finde ich, dass die Fackel des Toten noch unseren Weg erhält. Oh oh. Nee, ne? Die sind hinter uns gespawnt. Da ist der Weg zum blauen Stein. Das ist jetzt richtig, richtig doof. Ja, muss ich laden. Ich schaffe nicht mit einem Helden, uns durch vier Spinnen durchzukämpfen und so weiter. Also, wir haben den Schleim noch nicht umgebracht und werden ihn wahrscheinlich auch nicht umbringen. Also, wir merken uns mal, hier geht's runter zu den Schleimen. Schleime. Obwohl, ich sollte das nicht direkt da drauf machen, sondern vielleicht lieber dahinter, sonst sehe ich die Treppe nicht. Schleime. So, später. Das machen wir später. Also ich hoffe einfach mal, dass es für später gedacht war. Es kann ja einfach nur schwer sein, weil wir auf schwer spielen. Auf so einem Viererblock kämpft sich das ganz gut gegen die Spinnen. Und was haben wir da? Ein Scharlüssel. Ein Goldschlüssel. Will der komische Mon vielleicht mit einem Goldschlüssel gefüttert werden? Komischer Mon, da. Nö. Mit einem Bluttropfen irgendwas? Nö. Ein Käfer? Nee, okay. Lassen wir das. Was auch immer das Ding öffnet, wird wahrscheinlich hier auf der Ebene mit den Schleimen sein. Und das wollen wir uns ja noch nicht antun. Also, gehen wir vor oder zurück? Ja, komm, wir gehen mal zurück Richtung blauen Stein, auch wenn ich da eigentlich gar nicht hin will, nur um die Spinnen zu töten, die da respawned sind. Denn ich will gucken, ob sie nochmal respawnen oder ob das irgendwas Geskriptetes war vielleicht. So, da ist jetzt nur eine Spinne. Die auch direkt in unser Feuer läuft. Was ja ganz nett ist und so. Unsere Giftwolke meine ich. Ja, tanz mit der Spinne. Die mit der Spinne tanzten. So. Aber ich bin mir ziemlich sicher, eben gerade waren hier zwei Spinnen. Also bevor wir neu geladen haben. Das heißt, die respawnen wirklich einfach so mal wieder. Obwohl die Eier kaputt sind. Na gut, hier machen wir mal zu, damit wir von denen nicht überrascht werden. Gehen jetzt hier wieder Richtung Schleimtreppe, aber an der Schleimtreppe vorbei. Und gehen hier lang und hoffen, dass jetzt hier nicht... Ah, neue Spinnen sind. Ja, ich denke mal, auf normal wäre das hier wesentlich entspannter. So, ein Feuerball noch. Kommt noch ein, zwei Schläge. Oder noch mehr. Na komm. So, hier rum. Ich hätte gerne einen schönen Platz zum Schlafen. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass wir hier bei den ganzen Spinneneiern schlafen können. Ein Pilz. Und wirklich nach Secrets suchen kann ich auch nicht, denn... bin zu gehetzt. Ah, hier ist doch ein schöner Platz zum Schlafen, würde ich mal sagen. Auch wenn das Spinnengetrippel ganz schön irritierend ist.
So, was haben wir in der Kiste? Wir haben, oh schön, Kräuter für Gegengifte. Heilkräuter. Und eine Schriftrolle. Ich komme dem Entdecken der Formel sehr nahe. Ein gepulverten Grimcap, das ist einer von den Pilzen, die wir gefunden haben, mit einer Hexenblume, funktioniert beinahe. Ich denke, mir fehlt nur eine weitere Ingredienz. Wahrscheinlich für die Feuerbombe. Also Grimcap. Grimcap ist das da. Mit einer Hexenpflanze. Die haben wir noch nicht. Aber gut zu wissen. Das geben wir auch mal ihm. Damit die ganzen Rezepte und Alchemie-Sachen bei ihm noch landen. Hat irgendjemand Hunger? Ja, er hat Hunger. So, das kann auch zu ihm. Das auch. Was haben wir hier? Die Schriftrolle kann weg. Wir wissen, wie man Gegengift und Heiltränke macht. Und dann nutzen wir doch mal diesen schönen abgeschlossenen Raum, um zu schlafen. Und das Gift auszukurieren. Boah, bin ich froh, dass wenn wir auf der anderen Seite von diesen beiden Fallgruben sind. Und mal schauen, ob wir da auch zu den Schleim runterkommen. Das wäre natürlich richtig cool, wenn es Verzweigungen gibt auf dem Weg nach unten. Also meinetwegen, hier ist Ebene 1, dann kommt Ebene 2 da drunter, dann kommt Ebene 3, wo wir jetzt sind. Dann kommt hier lang Ebene 4 und da lang auch Ebene 4. Und dann verwinkelt sich das noch irgendwann und ist dann ganz unten erst wieder zusammen. Das wäre cool. Aber das müssen wir schauen. So, erstmal wieder Zauber vorbereiten und Spinnen töten. Wir müssen rechts rum. Und hier können wir schon wieder überlistet werden. Was haben wir hier? Eine Notiz. Die lesen wir aber erst später. Ja, es ist wieder ein Erdbeben. Das Schild hatten wir vorhin ja auch schon gefunden. Und hier sind jetzt ganz viele Spinnen. Die lassen wir doch erstmal drin. Denn wir wissen jetzt wenigstens, dass von der Richtung hinter uns nichts mehr kommen kann. Also jetzt hinter uns. Wir gucken darum. Und da kommen wir auch zu ganz vielen Spinnen. Ja, also wir müssen da durch. Hihihi. Blute oder verätze oder vergifte. Mir auch immer. Egal. Nimm Schaden. Ja, das wird hart. Das waren 4 oder 5 da drin, wenn ich das richtig gezählt habe. Aber soweit läuft es ja ganz gut. Oh, das Giftschild habe ich vergessen. Was auch immer das jetzt genau macht. Gucken wir mal kurz bei den Stats. Giftschutz 46, aber er hat doch das eine... Nee, Giftschutz 87. Ah, okay. Also ist der Giftschild wirklich ein Schutz vor Gift. So. Den haben wir genau im richtigen Zeitpunkt gelernt, den Zauber. Auch wenn... Also er hat jetzt ja 87 oder was, Giftschutz. Und ich glaube, er wurde trotzdem schon mal vergiftet. Also entweder war das nur Pech oder 100 ist nicht das Maximum. Ja, kaum sage ich es, passiert es auch gleich wieder. Also es wird kein Prozent sein. Er hat jetzt nicht 87% Schutz vor Gift. Er sollte jetzt bloß nicht sterben, denn ich habe keine Lust, wieder zurück zum blauen Kristall zu laufen. So, dab, dab, nee, dab, dab. Den können wir ihm mal Heiltrank geben. Hm? Wow, die machen ja richtig viel. Ah, vielleicht sollten wir doch ein wenig öfters mit denen arbeiten. Da kommen wir auch schneller voran, oder? Na gut, du sollst jetzt sterben. Zack.
höre gar kein Getrippel mehr. Das sind doch mal gute Neuigkeiten. So, geh weg, du Vanebel. Wir wollen Schlangeneier kaputt hauen. Auch wenn das anscheinend nicht wirklich viel bringt. Außer irgendwelche Secrets frei zu... es bringt doch was. Ein Gegengiftkraut. Also es ist nur recht selten, dass was in den Eiern drin ist. Aber es kann was drin sein. So, wo kommst du jetzt her? Na komm. Ein Feuerball noch. Okay, zwei Feuerbälle noch. So, Schickner hat ein Level-Up bekommen. Das ist schön, aber ich würde trotzdem erst lieber zum blauen Kristall, bevor ich irgendwas anderes mache. Aber jetzt kommt erstmal wieder ein Cut. LP 017. Bis gleich und dann hoffentlich zum blauen Kristall und weg von den ganzen Spinnen.